Schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich mal eine Deko für dich, die sehr, sehr viel Natur beinhaltet, die indirekt beleuchtet ist mit LED-Kerzen mit Fernbedienung. Einen wunderschönen, immer wieder zu verwenden, ganz einfach zu machenden Betontopf als Deko-Grundlage. Das Betonrezept gibt es dazu und die Koniferen vielleicht aus dem Garten. Und wie einfach, schnell und doch wirkungsvoll diese Deko ist, dieser Wichtel, das möchte ich dir ganz gern jetzt zeigen. Und mit der Dekoschale übers Jahr immer wieder neue Ideen, damit du sie ganz, ganz oft verwenden kannst. So, und jetzt mache ich auch mal das Licht ein bisschen kleiner. Mach die Rollos auch noch runter und dann gucken wir mal, wie es wirkt. So, und jetzt genug geredet, dann fangen wir einfach mal an. Und als dunkler wird's und als dunkler wird's. Und dann ist es auch eine tolle Deko für innen und auch außen, denn die Kerzen sind auch für außen geeignet und sind wasserdicht, wenn du die Dichtung einbringst, aber das zeige ich dann alles. Und auch so wirkt es ganz heimelig. Und jetzt mal wieder mehr Licht. Einmal eine Lichtshow im Kleinen. So, als erstes kommen wir natürlich zu unserem Betonrezept, zu unserem Flüssigbeton. Und zwar bei mir ist es so, ich mache ein 1:1 Rezept. Das heißt, ich nehme mir eine Dose oder ein anderes Gefäß. Das ist jetzt eine 500 Milligramm Dose und 1:1 bedeutet, im Moment habe ich in meinem Anrühreimer 3 Dosen Sand und 3 Dosen ganz normalen Zement. Beim Sand ist es so, ich nehme am liebsten den Sandkassensand. A ist er sehr schön fein, der schmiert nicht so, der ist nicht rötlich, der greift auch die Hände nicht so an, obwohl man sollte schon mit Handschuhen arbeiten, wenn man das macht. Ich kann ihn gut transportieren und er günstig ist er auch noch, gerade im Angebot. Und dann hole ich mir immer mal so einen Sack und dann klappt es. Zement ist genau dasselbe, den ganz einfachen vom Baumarkt für, ich weiß es gar nicht, ich glaube es sind 20 Kilo. Und dann kostet einer so noch keine 3 Euro. Das reicht vollkommen aus. Zum Anmischen nehme ich immer ganz gerne so einen Eimer. Da waren Süßigkeiten drin oder was man sonst hat, weil ich bereite mir das auch oft ganz gern vor, diese Mischung. Komplett trockenen Sand ist ganz, ganz wichtig. Zement ist sowieso trocken. Den großen Sack lagere ich dann immer, damit er nicht verklumpt und Feuchtigkeit zieht, in einer großen Blechtonne. Man kann aber auch eine Kunststofftonne nehmen und schön Deckel drauf. Und am besten nach oben irgendwas Schweres drauf, dass das wirklich dicht ist. Die Trockenmischung, wie gesagt, bereite ich mir ganz gern vor in so einem Eimer. 1:1. Ich weiß, es gibt auch andere Rezepte, da ist 2 Teile Sand, 1 Teil Zement. Ich habe mit einem Betonbauern gesprochen, der das ganze Leben gemacht hat. Und der hat gesagt, wenn man wirklich einen trapazierfähigen Beton haben will, auch gerne für draußen, was ja oft bei Dekosachen auch ist, dann empfiehlt es sich 1:1. Das ist halt mein Rezept. So, für den Flüssigbeton mische ich jetzt erstmal Sand, trockenen Sand und den Zement mit der Hand und im Handschuh gut durch. Das ist wichtig. So, und dann gebe ich immer nach und nach Wasser hinzu. Ich nehme eine gleiche Dose von der Größe her. Halt, ich habe eine trockene Dose als Maß und eine dann halt nass mit Wasser. Und dann gebe ich hier, also wie gesagt, das sind jetzt da 3 Dosen. Dann 3 Dosen. Zement drin und jetzt gebe ich erstmal langsam eine Dose Wasser hinzu. Man kann immer noch mal nach was geben. Ist er zu flüssig, gibt man noch mal gleiche Teile Sand und Zement zu, dann rührt man noch mal durch. Ist er zu trocken, einfach noch mehr Sand. Ich mache das wie gesagt nach und nach, weil jeder Sand nimmt unterschiedlich Wasser auf. Kommt auf die Art drauf hin. So, jetzt die zweite Dose hinein. Schön durchrühren, wirklich am besten geht es mit der Hand. Kinder wegschicken, wenn
der Zement noch als trocken, als Pulver da ist, weil der Staub greift wirklich die Atemwege, die Augen an. Ich empfehle auch bei sowas eine Atemmaske und auf jeden Fall eine Schutzbrille. Wenn es erstmal angerührt ist, gibt es ja keinen Staub mehr, dann geht schon eher. Aber es darf wirklich absolut nichts in die Augen kommen. Das ätzt. Und wenn Zement, also jetzt so der Beton in die Augen kommt, muss man zum Augenarzt. So. Jetzt ist es schon ideal. Zwei Dosen Wasser habe ich jetzt drin. Das ist ein schöner Fließbeton. Und jetzt die ganzen Klümpchen noch rausarbeiten. Durchreiben. Der zieht jetzt sehr schnell an, das bedeutet, er wird schnell hart. Ich schätze, so 15 Minuten kann man was hineinstecken, verarbeiten, dann ist aber auch vorbei. Und wenn man länger arbeitet, dann macht man ja immer den Modellierbeton von mir oder den Knetbeton. Und das Rezept findet ihr natürlich auch in meinem Kanal. So, der ist jetzt ideal. Und dann machen wir gleich. So, ich habe wieder Besuch. Unser Balu ist da, der muss immer mitarbeiten. Der findet das total spannend. So, wir kommen zu unseren Formen. Das ist einfach eine Form von einer Eisbox. Hier drinnen in diesem Schraubglas habe ich normales Pflanzenöl, ein Stück von einem Aufwaschschwamm. Nein, komm, geh mal auf die Seite, Schatzmaus. So, und dann öle ich damit die Form erst innen gut ein. Soll er wieder leicht rausgehen. Und die Innenform, die auch rausgehen soll, hier ein Eimer. Der darf keine Rillen oder Kanten haben. Wir wollen ja wieder rausziehen und dann muss er außen gut eingeölt werden. Wichtig ist drin, dass er beschwert ist. Hier habe ich jetzt Sand genommen. Man kann Steine nehmen, man kann Münzen nehmen. Wasser ist ein bisschen zu leicht, funktioniert schwieriger. So, jetzt haben wir den Beton. Pass auf, weil du spritzt. Wir machen es halb voll. Mausi, das geht doch nicht. So, und dann nehmen wir unseren Sand und stecken den einfach mitten rein. So, schön in die Mitte. Muss dann auch ein bisschen geklopft werden, dass die Luftblasen rausgehen. Und dann kommen wir noch zu unserem Hasenbart. Wäre jetzt besser gewesen, hätte ich ihn früher zugeschnitten, aber... Ich habe ja schon mal ein Stück gemacht. Das kommt jetzt auf die Größe von deiner Form an. Es muss einmal rundherum gehen, weil wir da ran ja die Lichterketten befestigen wollen oder andere Deko-Sachen. Und das geht am besten mit dem Hasendraht, weil wir das jetzt damit einstecken in den Beton. Und ich habe jetzt die Breite 50. Und mache jetzt etwa einen Streifen von 20 cm. 15 bis 20. Und habe dann einfach hier so eine Zange. Und knipse den ab. Und den lege ich jetzt rundherum. Um den Eimer. Und dann habe ich einen Rand zum Ausdekorieren. Das war das letzte auch noch. Oder habe ich eins vergessen? Ja. Wie sonst? So, jetzt ist die nächste Katze auch da. Das ist Simba, der Bruder. Psst, Mausi, Bär, jetzt geh weg. So, den Hasendraht. Und den biegen wir uns so in der Mitte zusammen. Ziehen. Hallo? Was machst du denn? So, den ziehen wir uns. Geht ja einfach. Dass wir die zusammengeknickte Kante da haben. Simba, Bimba. So, und den legen wir jetzt da rundherum. Also stellen wir ihn erstmal ein. Den biegen wir uns dann auch so, wie wir den brauchen, nachdem es gut getrocknet ist. Ich muss den Henkel abmachen, das stört. So, durch das Spülmittel haben wir jetzt alle Zeit der Welt. So, und dann legen wir das so rundherum. Stecken das schön ein. Überlappen es auf einer Seite.
und können es schon mal so ein bisschen nach außen drücken, weil jetzt ist es noch flexibler und wir haben die Weite dazu, weil wir es überlappen. So, und das muss nach außen. So, und wie gesagt, wir haben jetzt viel Zeit, weil das Spülmittel im Beton ist und drücken uns das so raus. Das ist wirklich das Allerwichtigste dabei. So, nochmal kontrollieren, dass der Eimer gut steht, schön in der Mitte. Der Draht schön nach unten. So. Und das ist jetzt die Vorbereitung. Ich habe hier gesehen, ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Beton rein. Ist immer besser, nachher nochmal reinzukippen, weil man hat dann mehr Zeit. So, ich möchte jetzt schon mal ein bisschen Rinde noch einbringen und die setze ich mir einfach rundherum an dem Eimer entlang, zwischen Eimer und Draht. Ist ganz egal, was für eine Rinde du nimmst. Man kann auch Ästchen nehmen. Man kann auch gar nichts nehmen und dekoriert sich das einfach mal so. Das liegt ganz alleine bei dir, wie du das am liebsten hättest. Ich finde jetzt die Rinde toll, weil ich sowieso so Naturfan bin. Und die kostet nichts, sie sieht schön aus. So, und rucki zucki war sie jetzt um das Gefäß herum. So, und jetzt suche ich mir eine lockere, eine etwas weitere Ecke und kipp. Oder nehme noch mal einen Löffel und mach noch ein klein bisschen Beton dazu, weil es doch jetzt noch ein bisschen höher sein kann. Und das ist das Nächste, was wir machen. Danach muss es natürlich trocknen. Es darf nicht bei der Temperatur unter 15 Grad sein zum Trocknen. Am besten dann mit reingenommen, wenn ihr es draußen gemacht habt, auf dem Tablett am besten. Und dann 2-3 Tage stehen lassen und dann gucken wir weiter. So, das Gefäß ist jetzt schön getrocknet. Den Sand habe ich schon mal ausgekippt, den können wir wiederverwenden. Und dann heben wir es erstmal raus. Es muss ja noch ein bisschen weiter trocknen. Ein bisschen klopfen, damit es locker wird. Und dann heben wir es komplett raus. Wenn es wirklich nicht geht, wenn es so fest sitzt, dann schneidet man den Kunststoff einfach auf, zieht es ab und dann ist es genauso gut. Dann kommt das Innenleben raus, das Töpfchen hier. Auch wenn das ein bisschen hängt, einfach ein bisschen einschneiden und in sich ein bisschen drehen, dann kommt das gut raus. Dann muss es noch weiterhin trocknen. Am besten mal so einen Stift noch untergelegt, damit das ein bisschen schräg steht, damit unten hin auch Luft kommt. Und dann muss es noch ein bisschen trocknen. Und das Dekorieren machen wir dann drinnen, das für diese Jahreszeit. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Falls es schwierig rausgeht, einfach mal in der Form so richtig schön auf der Unterlage klopfen. Dann fällt es wirklich raus. Das ist mir auch gerade rausgefallen. Und den Topf einfach in sich ein bisschen gedreht. Dann geht es auch. So. Es sind so Kleinteile, teilweise vom Beton liegen hier oben drauf. Die würde ich dann einfach mit dem Staubsauger mal absaugen. Und jetzt halt noch mal ein bisschen trocknen lassen. Den Draht noch mal ein bisschen nach unten biegen und dann gehen wir auch bald ans Ausdekorieren. So, jetzt machen wir weiter. Die Betonschale ist jetzt schön getrocknet. Innen drin habe ich mir jetzt einfach so einen Block aus Styropor geschnitten. Das war einfach so eine Verpackung mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Man hat auch gleich, wenn man so sehen will, kann man da prima künstlichen Schnee draus machen. So, du kannst aber auch einen Gesteckschwamm nehmen, was du möchtest, das ist ganz egal. Dann habe ich mir draußen Wacholder geholt, Koniferen, immer grün, das ist auch egal, was du nimmst. Es muss nur etwas fester sein. Das habe ich mir jetzt in verschiedene Längen geschnitten, weil ich das zusammendrate für den Wichtel. Dann kommt die Lichterkette dazu. Dazu muss ich sagen, das ist das allererste Mal, dass ich bei YouTube was geschenkt bekommen habe, mit der Bitte,
das mal auszuprobieren. Also, nennt es Werbung oder nennt es Vorstellen. Hiermit ist es jetzt gesagt. Dafür haben wir dann den Hasendraht reingemacht, weil ich das ganz gerne mal rundherum klicksen möchte. Das sind jetzt 20 Stück. Und dann gucken wir mal, wie viele wir brauchen. Aber zuerst machen wir jetzt unseren Wichtel aus den Koniferen. Du brauchst noch einen grünen Wickeldraht dazu. Und dann müssen wir einen hohen, langen Stab regelrecht drahten. Wenn du gleich einen Ast hast, der sehr viel länger ist als meine, dann brauchst du gar nicht zwei, drei zusammendrahten. Ich muss das schon machen, damit das buschiger wird. Und dann drahte ich erstmal die Enden schön zusammen und die stecke ich dann schon mal ein. Die Äste sind ziemlich fest. Wenn deine unten ja nicht sehr fest sind, dann drahte doch einfach nochmal einen stabileren Ast dazu. Und dann kannst du es besser einstecken. Einfach nochmal in der Mitte einen Ast dazu machen. Und dann kann man es besser einstecken. So, meine stecke ich jetzt schon mal ein. Es wird ja noch ein bisschen versteckt. Und dann ab in den Styropor. So, das Grundgerüst steht. Jetzt kommt der nächste Ast. Der ist schmäler, länger. Und den stecke ich ein. Und drahte mir den auch an das Gebilde, was wir schon eingesteckt haben. So, dass es ganz locker noch von anderen Ästen umgeben wird, dass es nicht so auffällt. Und dann kriege ich so eine schöne Spitze schon rein, die ich dann mit einem festen Draht umwicke und nach unten biegen kann. Aber jetzt erstmal schön in unserem Gebilde, was wir schon haben, anbringen. Außer du hast natürlich einen wahnsinnig tollen Ast, der besser passt, wo du nicht so zusammenstückeln musst. So, und das dauert jetzt ein bisschen und das machen wir erstmal. So, das Grundgerüst ist jetzt gemacht. Und jetzt brauche ich einen stabileren Wickeldraht. Du kannst gerne einen grünen nehmen. Ich nehme jetzt den silbernen, dass man es vielleicht ein bisschen besser sieht. An unserem Hauptast befestige ich ihn. Und jetzt schlinge ich ziemlich oft um die Spitze herum, weil dieser Draht macht ja, dass wir die Zipfelmütze nach unten biegen können. Und je mehr Draht ich habe, desto einfacher kann ich es dann nach unten biegen. Mache eine schöne Spitze. Und dann braucht man das wirklich nicht kaufen. Du kannst viele immergrünen Sachen von draußen nehmen, die du hast, die dir Spaß machen. Manche musst du in Wasser stellen. Hier der Holunder braucht das, nicht Holunder, Wacholder braucht das nicht. Deswegen habe ich Styropor genommen. Der trocknet wunderschön grün ein. Buchsbaum geht toll. Fichte. Blautanne, Nadelnett, Douglasie. So, dann habe ich die Spitze schon und modelliere mir ganz klein wenig den Oberkopf mit, aber nur ein bisschen, weil es soll ja ein breites Gesicht wirken. So, dann gucken wir mal. Nö, ich wickel noch ein bisschen, damit ich mehr Draht habe, damit noch wer nach unten kommt. Und so einfach geht das dann. Und dann kann man sich überlegen, wie man es noch aus dekorieren möchte. Ich mache nur eine Nase dran. Mir reicht das. Ich bin da ein bisschen minimalistischer eher. Du kannst aber noch Augen dran machen. Ich habe auch kleine Bäumchen drin. Da zeige ich Mädchen und Jungen ganz, ganz viele verschiedene Arten. Das habe ich mit Kindern zusammen für einen Schulbazar Adventszauber gemacht gehabt. Und da gab es viele verschiedene Ideen. Und das zeige ich auch. So, jetzt ist die Mütze gemacht. Es steht. So, man kann es auch ein bisschen arrangieren, so wie man möchte. Ist erst einem zu dünn. Hier oben steckt man nochmal einen Ast ein.
und drahtet ihn mit fest. Aber das Grundgerüst ist so schon mal fertig. So, ich nehme hier oben noch mal ein paar Äste raus, dass das ein bisschen schöner ineinander übergeht. Muss man mal gucken. So passt schon ein bisschen besser. So, dann habe ich mir einfach Christbaumkugeln geholt. Ich nehme eine Weiße für eine Nase und das drahte ich dann auch einfach rein. Du kannst auch eine rote nehmen. Die ist jetzt so leicht mit Glitzer. Und dann kommt die Nase mitten rein. So. So, und da ist das Grundgerüst dann schon fertig. Ich mache mal ein bisschen. So. Gut. Jetzt kommen wir zu den Lichtern. Ein bisschen Platz machen und ein bisschen deutlicher zeigen. Wie gesagt, ein Geschenk. Ich stelle es vor. Ich finde es ganz interessant, weil die Kerzen sind für innen und außen gedacht. Finde ich schon mal cool. Wenn man es für draußen nehmen will, braucht man noch die Dichtungsringe. Die sind dabei. Es sind Massen Batterien dabei. In jede Kerze kommt auch eine Batterie und dann braucht man noch einen Dichtungsring, der unter die Birne gemacht wird, wenn man es draußen hinstellen will. So, dann sind die Clipser dabei, die steckt man unten rein und dann kann man so viele benutzen, wie man möchte. Das ist ein 20er-Pack, geht ein bisschen schwierig rein, ist aber zu machen. Ich habe ja schon mal 2, 3 gemacht. So, das sind zum Clipsen und ich möchte die ganz gern bei dieser Idee unten rundherum machen. Nicht in den Wichtel rein, sondern rundherum, dass der so schön indirekt beleuchtet ist, gerade wenn ich ihn draußen hinstelle. Und dann mache ich jetzt noch mal ein paar Kerzen fertig und dann wirkt er schon ganz anders. Ich zeige es dann nochmal. Man nimmt so eine Kerze, schraubt das Birnchen ab, dann Batterie hinein, Nüppelchen nach oben und aufschrauben. Fertig. Dann kommt noch der Clipser unten dran. Das hatte ich ja schon mal gezeigt. Das macht dann deutliches Klicks und fertig ist es und dran. Ich finde es sehr praktisch. Wie gesagt, mein allererstes Geschenk. Ich war ja ganz überrascht. Und dann ist noch eine Fernbedienung dabei. Und so kann man jetzt die Kerzen rundherum machen. Ich stelle es in der Ecke, also reicht es mir vorne. Und dann könnte man noch, wenn man möchte, in die Zwischenräume hier unten die Deko einlegen. Ob man dann einfach Christbaumkugeln noch mal nimmt, Weihnachtskugeln oder was ich auch sehr schön finde, mit Moos auslegen. Das kann man dann machen, wie man es dann möchte. Aber es ist eine schöne, einfache Art, eine Deko selber zu machen. Und wie man gesehen hat, hat es ja kaum was gekostet. Wenn man einen Garten hat, hat man Glück, dann kann man draußen noch ein bisschen von seinen Koniferen oder was man hat, dazu benutzen. Und ansonsten sind ja grüne Äste auch nicht so teuer und kriegt man dann im Baumarkt ganz gut. Wie gesagt, ich lege jetzt ein paar Christbaumkugeln ein und ich möchte es wirklich mal ganz minimalistisch haben. So, und jetzt wird es noch ein bisschen ausdekoriert und dann finde ich es auch schon fertig, außer man möchte noch die Kerzen so ein bisschen verschönen und macht dann noch mal ein Band drumherum, wenn man das möchte. So, bei meiner Lichterkette habe ich ja gesagt, ist ein Timer dabei, kann man 4 bis 6 Stunden einstellen, wie man das möchte. Verschiedene Effekte,
Dimmen, also lässt sich alles damit machen. An, aus. Ich finde es praktisch. Ihr guckt mal, wie euch es gefällt. Und vor allem, wie euch meine Deko gefällt. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich mache ja zurzeit vieles, weil wir haben viele Geburtstage. Ich dekoriere das ganze Haus und den ganzen Hof. Ich habe ein Fachwerkhaus mit einem Riesenhof dazu. Und dann gibt es eine richtige Winter Wonderland. Und so sieht jetzt die Deko fertig aus. Mal was Minimalistisches, Einfaches, aber ich denke, es wirkt auch für sich. Und dann hoffe ich sehr, es hat dir gefallen. Ich mache auch mal das Licht ein bisschen kleiner. Und du schaust wieder rein bei mir mit vielen anderen Ideen. Natürlich mal ein bisschen verspielt, verrückter. Ob Handarbeiten, Stricken, Kochen, Backen. Wunderschönes Deutschland, Dorfkind. Lass dich mal überraschen. Mich würde es freuen, dich wieder bei meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und tschüss.